Hallo Leute und willkommen hier bei Me Apple Cat. Ja, was habe ich denn hier für ein zerfleddertes kleines Paketchen? Ihr wisst ja, ich habe so eine kleine Schwäche für Taschenlampen, die richtig viel Leistung bieten und richtig toll hell machen im Dunkeln. Tja, und sowas steckt hier nun auch mit drin. Von der Packung her, man sieht schon, es ist jetzt keine, ja, Edeltaschenlampe, sage ich mal. Wie die Gerätschaften von Olight zum Beispiel, wie die Warrior X oder die ganzen Lampen, die ich euch da schon vorgestellt habe in meiner Playlist. Die könnt ihr euch übrigens hier oben mal anschauen. Eine ganze Menge coole Dinger waren da schon dabei. Nein, hier ist es eher, sage ich mal, Einstiegsmarkt, was den Preis betrifft. Ich habe jetzt den Preis gar nicht genau im Kopf, aber ihr könnt ja unten auf den Link klicken und nachschauen. Ich glaube so 38 Euro etwa. Hier drin steckt die Sofirn C8F. Und das ist eine Taschenlampe, die bis zu 3500 Lumen hell wird. Das ist eine ganze Menge. Aber ihr seht schon, der günstige Preis an der Packung wurde auf jeden Fall schon mal etwas gespart. Aber naja, ist ja egal. Hauptsache die Leistung stimmt. Also packen wir mal aus, was hier alles drin steckt. So, das wäre es gewesen. Dann kann das zerfledderte Paketchen auch schon zur Seite. Und wir finden einmal hier ein, ja, sag ich mal, eine kleine Ladestation, wo der Akku nachher reingeklemmt wird, um den dann aufzuladen. Dann haben wir hier noch so eine kleine Trageschlaufe, eine Handgelenksschlaufe und natürlich noch ein kleines Käbelchen, USB auf Micro-USB zum Aufladen. Und ta-ta-ta-ta, die Taschenlampe, das ist sie, die Sofirn C8F. Und die ist komplett aus Metall gefertigt. Fühlt sich schwer an, fühlt sich robust an, fühlt sich solide an, so wie sich das gehört, für so eine coole Taschenlampe. Und so sieht es von vorne aus. Wir haben drei LEDs hier eingebaut. Und ja, der Kopf, der ist schon relativ groß. Also ich bin das ja in der letzten Zeit so gewohnt, dass hier gar keine große Erweiterung nach vorne rausgeht. Zumindest hier von den Olight-Lampen, die ich getestet habe. Aber hier, das wird richtig groß hier nach vorne raus. Hier haben wir auch Kühlrippen mit eingearbeitet, da diese sehr starken LEDs durchaus eine gewisse Hitzeentwicklung bieten. Das merkt man, wenn die mal eine Minute an waren und man fühlt hier vorne hin, das wird warm. Nicht mega heiß, aber das wird warm und muss gekühlt werden. Dann haben wir hier schön eine Struktur am Griff, damit das auch relativ gut in der Hand liegt. Hier hinten können wir dann die Handgelenksschlaufe noch befestigen, damit sie einem auch nicht aus der Hand fällt. Und wir haben zwei Knöpfe, einmal hier den hinteren Knopf und wir haben noch einen Schalter hier auf der Oberseite. Und ja, damit wird das Ganze nun bedient. Der Hauptschalter ist hier der rückseitige Schalter. Wenn ich den mal drücke, dann ist das Ganze sozusagen startklar. Und dann kann ich hier den kleinen Hauptschalter drücken, einmal drauf drücken und das Ding ist aktiviert. Und ihr seht, wir haben hier eine schöne LED-Anzeige noch, wenn sie eingeschaltet ist. Und so sieht es aus. Und durch das mehrmalige Drücken schalten wir dann durch die verschiedenen Helligkeitsstufen durch. So, habt ihr gesehen, das hier ist der Mondlichtmodus. Der ist ganz nett, denn wenn ich jetzt hier mal ausschalte und ich halte einfach nur hier gedrückt, dann schaltet die automatisch in diesen Mondlichtmodus rein. Und das ist also sehr, sehr abgedunkelt. Das bietet nämlich nur ein Lumen Helligkeit, dafür aber 550 Stunden Leuchtdauer damit. Also wenn man mal nur ganz, ganz wenig sehen will, macht man hier den Mondlichtmodus. Wenn ich hier wieder loslasse, dann geht er auch direkt nochmal aus. Und die anderen Modi, wie gesagt, einmal draufdrücken. Und dann kann man hier durch die verschiedenen Helligkeitsstufen einfach durchschalten. Und natürlich gibt es den Power-Modus mit 3500. Dafür schnell mal hier doppelt drücken und dann geht es direkt ab in den 3500 Lumen Power-Modus rein. Und das ist richtig hell. Und wenn ich mir hier so auf die Hand leuchte, wird sogar auf meiner Handfläche richtig warm. Also da steckt eine ganze Menge Leistung drin. 3500 Lumen, das ist mega. Und natürlich, es gibt noch einen Stroboskop-Modus. Dafür einfach die Seitentaste hier dreimal hintereinander drücken. Und dann gibt es hier das Stroboskop-Blinklichtgewitter. Jawohl, so funktioniert das. Und jetzt erzähle ich euch noch, wie lange hier die verschiedenen Leuchtzeiten denn sind. Wie gesagt, im Mondlichtmodus haben wir 550 Stunden. Im Eco-Modus haben wir dann eine Leuchtzeit von 210 Stunden bei 10 Lumen. Im niedrigen Modus haben wir 100 Lumen bei 30 Stunden Leuchtzeit und dann Mittel haben wir 500 Lumen bei 5 Stunden und 15. Im hohen Modus haben wir 90 Minuten Leuchtzeit bei 1800 Lumen und im Turbo-Modus, also bei 3500 Lumen Maximalausput, hält der Akku hier immer noch 45 Minuten. Gar nicht mal so übel, oder? Und ihr habt es ja gesehen, ich war hier unterwegs am Meer im Urlaub und habe hier abends mal damit rumgeleuchtet und das Ding macht sowas von hell. Meine Freundin hat immer gesagt, mach
das mal dunkler, das blendet mich ja total. Also der war die Lampe sogar zu hell. Denn ganz ehrlich, ich vergleiche es immer wieder damit, das ist fast so, als hätte man einen Autoscheinwerfer in der Hand. Damit entgeht einem wirklich gar nichts in der Dunkelheit. Ein ganz tolles Gerät, also vor allem preis-leistungsmäßig finde ich das hier mega. Für so einen niedrigen Preis, so eine hohe Lichtausbeute, so viel Power, das ist schon ja, aller Achtung. Natürlich gibt es dort ein paar Einschränkungen, mit denen man klarkommen muss und die zeige ich euch jetzt, aber das sind echt kleinere Einschränkungen. Zum einen, ja, man kann hier nicht so einfach aufladen. Bei den OLED-Lampen hat man ja hier hinten diesen Magnetlademechanismus, da klippt man einfach das Ladegerät magnetisch an und das Ganze lädt. Hier müsst ihr den Akku rausnehmen, dazu einfach die hintere Kappe einmal abschrauben. Dann kommt hier der echt fette Akku raus. Ihr seht, das ist ein riesen Oschi mit insgesamt 4000 mAh Leistung. Also da kann jedes iPhone einpacken und die allermeisten anderen Smartphones eben auch. Und diesen Akku muss man dann ja, hier reinklippen. Nochmal schauen, wo Plus und Minus ist. Hier die Feder ein bisschen nach unten ziehen. So, dann ist der Akku drin. Dann das Kabel noch anschließen. Hier mit Micro-USB auf USB ganz normal und dann muss aufgeladen werden. Und wenn sie voll ist, einfach wieder reinpacken. So sieht die Kappe von innen aus. Ganz normale Feder. Und hier kann man auch noch den kompletten Griff abschrauben. Ja, wofür genau? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn man die Kontakte mal reinigen muss. Da sieht man nochmal, dass das hier komplett aus Aluminium, also aus Metall gefertigt ist. Es ist eine schöne Taschenlampe. Die Leistung, die hat mich... Hier ist noch Sand vom Strand dazwischen, sehe ich gerade. Also die Leistung hat mich echt überzeugt. Die Packung, die ist, ja, also wer Verpackungsfetischist ist, für den ist das hier nichts. Aber wer einfach nur zu einem günstigen Preis verdammt viel Power und verdammt viel Helligkeit haben will, für den ist die Taschenlampe hier absolut eine Kaufempfehlung, Freunde. Und von mir bekommt sie deswegen auch, ja, den Daumen hoch. Ich finde sie gut, sie macht richtig hell, funktioniert einwandfrei und ja, fühlt sich solide, robust und gut verarbeitet an. Von daher findet ihr den Link hier unten in meiner Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch die Lampe mal bestellen, selbst anschauen und die Nacht zum Tage machen. Jawohl, so, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist also echt eine Budgetlampe mit massig Power. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.